Legendärer natürlich, ich hänge hier irgendwie fest. Was sind denn das für Handgranaten? Das ist doch Ada, oder? Alle 20 Sekunden eine Chance von 30% einen Nahkampfangreifer. Ja, Nahkampfangreifer. Ui. Aufpassen, ich darf mir nicht mit zu viel Schrott voll stoppen. Kann ich sonst wieder nicht laufen? Muss ja nicht sein. Vielleicht finden wir hier noch eine Zeitschrift irgendwo. Das wäre ja fabulös. Einfach mal. Ja, mehr. Der Enz hat wieder seine Beine verloren. Ein automatisches Sturmgewehr. Ja, wenn die letzte Kugel ins Magazin geladen wird, wird die Zeit verlangsamt. Das ist natürlich ultimativ wichtig. Und wie komme ich jetzt da hoch? Vielleicht durch diese Treppe. Mit Hilfe dieser Treppe. Ich habe doch keine Angst. Ich hab doch dich mit Ada. Du lutschst doch hier alle um. Getan. Ein Terminal, Mensch. Man kann das wieder nicht nutzen, wenn man eine Power-Rüstung hat. Cool. Das ist ja... Man kann ein Band abspielen. Noch die Büchse der Pandora. Ada, du bedenkst, dass ich hier auch noch stehe, ja? Manchmal glaube ich, sie vergisst das. Immer druff. Der Ernter, was ist denn das? Ach, so eine Nahkampfkettensäge, wa? Wow. Ja, das sollte wohl die Büchse der Pandora sein. Aber irgendwie war es das nicht für mich. Gehen wir mal weiter. In die Richtung, wo wir eigentlich hin wollten. Dancing Fleisch. Dancing everybody. Dance, dance. Dance. Geh mal hier lang. Hier lang. Sieht mir doch so aus wie eine Unterführung.
ich aber nicht reinkomme. Okay, ich dachte vielleicht, das ist ein geheimer Gang oder so. Was ist hier los? Cool. Fast da. Dann nehmen wir nicht die Hauptstraße, weil das wäre zu einfach. Was sollen wir hier töten machen? Was sollen wir hier töten? Das ist die richtige Frage. Wir sollen wahrscheinlich töten. Ja. Töten natürlich. Ja, die ganzen Granaten loswerden. Nicht so. Ja, so. Wow. Oh. Ey, da macht das. Abgeschlossen. Schön. Dadurch, dass wir gefroren waren, sieht man auch, wo die Leichen rumrennen. Rumrennen. Oh Gott, was ist denn mit mir los heute? Wo die Leichen rumliegen, wollte ich sagen. Natürlich. Macht der Satz keinen Sinn? Das Witzigste ist, dass hier noch ein Film läuft. Fighting Furies. Weiter geht's nicht. Ich dachte, jetzt kommt hier noch ein schöner Film. Aber nein. Ich warte immer darauf, dass ich... Oh, diese Affen. Ich warte immer darauf, dass ich in irgendeine Sprengfalle reintappe. Oh. Läuft deswegen der Film noch? Schalten war. Kann man doch. Es wäre schön gewesen, hätte man da jetzt noch so ein kleines Magazin bekommen. So, dann können wir hier auch noch da hoch. Das ist doppelwandig. Das ist ja krass. Menace. Naja gut, ich gehe jetzt nicht nochmal hoch. Um da es auszuschalten. Da liegt jetzt bestimmt die Zeitung. Ich gehe da nicht hin. Ich werde es überleben. Hirsch! Zwei Hirsche.
Einer ist sogar ein Albino. Ey, da greift natürlich wieder alles an. Normalerweise greift man uns die Viecher ja auch an. Ich hätte dich leben gelassen, aber nein, du musst mich ja angreifen. Schade, dass der kein spezielles Leder hat. Wenn es einen Albino-Hirsch ist, dann hat er doch eigentlich auch anderes Fell. Guten Abend. Ist hier jemand? Niemals. So. Kickball nehmen wir mit, weil ich glaube, Gummi haben wir nicht so viel. Tür auf und dann stehen da schon gleich mal zwei Ghule bereit. Was habt ihr bewacht, ha? Huh? Nischt. Ist wieder so typisch, doch. Kampfflinte mit Vorkriegsgeld und noch ein Experten-Safe. Fällt mir ein, ich hatte ja ein Level-Up, ne? Lass mal gucken. Gibt's noch was mit Stärke? Wenn du überladen bist, kostet das Laufen 50% weniger Aktionspunkte. Ich mach das erstmal, weil ich nicht genau weiß, wann wir jemals wieder zurückkommen zu unserer Base. Liegt eine Hand drin, ne? Ja. Und deswegen würde ich das doch erstmal gerne machen. Dann ist das Laufen jetzt nicht ganz so anstrengend. Leder? Ja, Leder! Hilf mir! Danke, Leder. Danke für nichts. Fellbündel. Super. Das gebrauchen könnte. Wahrscheinlich eher nicht so. Was sollen wir eigentlich machen? Ich glaube, wir sollen ja einfach nur clear machen, oder? Ne, wir sollen was suchen. Alles klar. Bleib ruhig liegen. Der ist ein bisschen hart, denke ich mal. Alter. Ich glaube, das wird im Nahkampf nicht den Raketenwerfer nehmen. Meine Fresse. Gerbereischlüssel, den nehmen wir doch. Du wirst mich nochmal umbringen, ey, da. Ohne Scheiß jetzt. Jedes Mal mit deiner Kacke hier durch die Gegend schießt, gehe ich hier nochmal richtig hops. So. Was haben wir hier? Hat er noch was geschrieben? Ich kann es noch nicht nehmen. Jede Menge Zeugs.
Leider. Könnten wir theoretisch schon einen Abflug machen? Warum eigentlich? Dafür brauche ich jetzt einen Schlüssel? Geil. Ich wollte aber nochmal unten, oben gucken. Huch, habe ich mich gerade erschrocken. Wie hat sie sich wieder teleportiert hier? Seht ihr? Jetzt hätten wir nämlich die 10mm Patronen nicht gehabt. Die Zahn passt da nämlich auch mal mit. Vakuumöhre. Und ab dafür. So, dann könnten wir jetzt eigentlich zurückreisen, glaube ich. Lass mir die ganzen Quests abgeben. Weil jetzt ist hier gar nichts mehr in der Nähe, würde ich sagen, ne? Außer da, wo ich nicht weiß, was ich machen soll. Erstmal zu... Mit dem Fanatiker haben wir noch nicht geredet. Ich weiß auch nicht, wo der ist. Das versuchen wir nochmal. So, jetzt suchen wir nach Fanatiker-Teil. Blablabla. Für Smalltalk habe ich keine Zeit. Jetzt erstmal den Kunden finden. Den letzten schon nicht gefunden. Warum sollte ich ihn jetzt auf einmal finden? Wir werden gespalten, bevor Schwester Mai ihre Arbeit an den Dekontaminierungsbögen abschließt. Außer da unten war ich noch nicht, glaube ich. Vielleicht ist er hier unten irgendwo. Das ist natürlich edel. Ja, da steht schon unten. Strahlt einfach nur mordsmäßig. Systematisches Absuchen ist jetzt angesagt. Was ist er doch? Verzeihung. Gepriesen sei Atom, Bruder. Ist sogar eine Richter Frau. Hat jemanden dachte, zur Quelle geschickt. Bist du das? Offenbar hat dich das nicht zu einem sabbernden Trottel gemacht, also war es wohl nicht so schlimm. Mit welchen Visionen hat das heilige Atom dich gesegnet? Eine Frau hat mich zu einem kleinen Schrein geführt. Der Großfanatiker meinte, sie wäre die Mutter des Nebels. Du hast die Mutter gesehen? Die Mutter des... Wie hast... Es steht uns wohl nicht zu, die Wege Atoms in Frage zu stellen. Wenn ich oder die anderen Fanatiker dir irgendwie dienen können, musst du es nur sagen. Der Großfanatiker schickt mich. Erzähl mir mehr über Schwester Gwyneth. Also gut. Wie dir der Großfanatiker sicher schon mitgeteilt hat, war Gwyneth einst ein ergebenes Mitglied unseres Ordens. Sie hatte zwar so ihre Launen, aber viele mochten sie. Vor allem der Großfanatiker schien sehr angetan von ihr zu sein. Zumindest so lange, bis sie sich von Atom abwandte. Es war meine Pflicht, sie zu finden, aber Gwyneth war schon immer sehr gerissen. Ich muss leider zugeben, dass ich versagt habe. Wieso hat sich Gwyneth von Atom abgewandt? Ich kann dir nur sagen, was ich gesehen habe. Sie hat im Stillen gebetet, als sie plötzlich aufsprang und rief, dass Atom eine Lüge sei. Als Tektis sie zur Rede stellte, schlug sie ihn so fest, dass er zu Boden ging.
Als ihr klar wurde, was sie getan hatte, flüchtete sie. Tektis wollte, dass sie jemand verfolgt, ein Exempel an ihr statuiert. Aber er hatte das nicht zu entscheiden. Beichtvater Martin wollte, dass wir abwarten. Wir hofften auf ihre Rückkehr. Aber sie kam nie zurück und wir hielten sie für tot. Das war das Ende von Gwyneth. Dachten wir zumindest. Einer der Messdiener hat sie bei einer heiligen Stätte gesehen. Aber sie konnte im Nebel entkommen. Kurz darauf tauchten die blasphemischen Nachrichten auf. Und wir wussten, dass sie das gewesen sein musste. Wieso ignoriert ihr sie nicht einfach? Ist Gwyneth wirklich so eine Bedrohung? Nein, das geht nicht. Atoms Wille ist hier eindeutig. Ketzerei darf nicht toleriert werden. Ich finde, Schwester Gwyneth. Dann hoffe ich, dass du mit Atoms Hilfe mehr Erfolg hast als ich. Du solltest zuerst bei den heiligen Städten suchen. Vielleicht findest du einen Hinweis, den ich übersehen habe.